Ja, in dem Video auf totales Differentialprüfen habe ich ja dann den reinen Ablauf vorgemacht, dass ihr diese Ausdrücke, die hier davor hocken, vor dem dx und dem dy, dass ihr die einzeln als Funktion betrachtet und entsprechend das, was vor dem dx hockt, nach y partiell ableitet und das, was vor dem y hier hockt, nach x ableitet partiell. Und dann vergleicht, wenn beides gleich ist, dann haben wir hier ein totales Differential vorliegen. Jetzt der Hintergrund, den könntet ihr euch fast selber herleiten, wenn ihr so ein bisschen mit der Schreibweise hier rumspielt, überlegt, was denn so davor war, denn das ist ja nichts anderes als ein Ausdruck. Es gab ja wohl offensichtlich irgendeine Zustandsfunktion oder irgendeine Funktion, wenn man rein mathematisch spricht, davor. Ich versuche es jetzt mal. Ich nenne die Funktion jetzt einfach mal h nach x und y, abhängig von zwei Variablen. Also diese Funktion gab es irgendwie, wie auch immer die geheißen haben mag. Und was kann man jetzt mit einer Funktion machen? Ich mache das jetzt ganz plump. Ich leite sie nach x ab, dann kommt die Ableitung nach x raus und ich leite die Funktion h nach y ab. Dann kommt die partielle Ableitung von der Funktion h nach y raus. Das Ganze kann ich dann entsprechend in einen Gradienten schreiben. Das habe ich auch in einem Video geklärt, also nach x abgeleitet und einmal nach y abgeleitet. Was kann ich dann weitermachen? Ich kann dann die zweite Ableitung bilden und zwar auf vier Versionen, nämlich zuerst nach x, dann nach x, zuerst nach x, oh, ich schmier das mal so ein bisschen rein, dann nach y. Zuerst nach y, dann nach x, zuerst nach y, dann nach y. Ich habe also bei der zweiten Ableitung jetzt, anders als früher, wo wir nur eindimensional waren, im zweidimensionalen Zusammenhang vier Möglichkeiten. Das kann ich in die Hesse-Matrix packen. Die würde dann ungefähr so aussehen. Zweite Ableitung, erst x, zweite Ableitung, erst y, hier dann nach x. Zweite Ableitung, erst nach x, dann nach y. Zweite Ableitung, erst nach y, dann nach x. Zweite Ableitung, erst nach y, dann nach y. Hört sich furchtbar an für manche, aber wenn ihr euch erstmal ganz in Ruhe nochmal vielleicht vorher Satz von Schwarz angeguckt habt, habe ich auch ein Video dazu gemacht, oder die zweiten partiellen Ableitungen bilden und die dann in Matrixform aufschreiben. Der Satz von Schwarz sagt dann, dass die Reihenfolge, ob ich erst nach y und dann nach x oder erst nach x und dann nach y ableite, keine Rolle spielt. Das heißt, die beiden hier sollen doch dann bitte gleich sein. So, und wie ist jetzt da der Zusammenhang? Wenn hier vorher irgendwie es eine Funktion gegeben hat, dann habt ihr ja nach x zuerst abgeleitet, dann nach y. Wenn man das im Gradienten schreibt, das habe ich ja in einem einzelnen Video deutlich gemacht, und dann multipliziere mit x minus x0 und y minus y0 an einer gewissen Stelle. Wenn ich das dann ausschreibe, hätte ich h' von x mal x minus x0 plus nach y abgeleitet y minus y0. Ich könnte jetzt hier noch von und hier auch von hinschreiben, dann entsprechend an einer Stelle x0, y0. Mir geht es aber ums Prinzip. Hier haben wir dx, Unterschied der x-Werte, hier dy. Und wenn ich vorne dann noch Unterschied der z-Werte dran klatsche, dann seht ihr, okay, vor dem dx steht hier, ne, das wäre die Ableitung von der vorherigen Funktion nach x und hier dy, das wäre entsprechend die Ableitung von der vorherigen Funktion nach y. Warum hatte ich jetzt hier in dem Beispiel f und g geschrieben? Weil ich gesagt habe, beim rein schematischen Überprüfen steht hier eine Funktion und hier eine Funktion und leitet die doch bitte entsprechend das, was hier davor steht, nach y ab und das, was hier davor steht, nach x ab. Der Hintergrund ist einfach, das wäre eben die partielle Ableitung nach x von der vorherigen, die nach y. Und wenn das ganze Paket ein totales Differential sein soll, dann muss ja, wenn ich jetzt weiter jeweils dann noch die Teilableitungen für die zweite Ableitungen mache, dann müssen ja entsprechend diese beiden hier genau gleich sein. Und deshalb sage ich, hier habe ich zuerst nach x abgeleitet, dann muss ich danach nach y ableiten, hier habe ich zuerst nach y abgeleitet, dann muss ich danach nach x ableiten. Denn nur die beiden interessieren mich von den zweiten Ableitungen her, ob die gleich sind. Ja, könnt ihr ja mal drunter schreiben,
wenn es ganz schlimm ist, dann würde ich noch ein Video machen. Es soll auch nur ein Video dazu sein, dass man wirklich mal erklärt vom Hintergrund her. Vielen reicht es natürlich auch aus, einfach nur die Überprüfung zu kennen. Ich freue mich ja immer, wenn man noch weiter dahinter steigt, wenn man es mal einmal vernünftig erklärt bekommen hat, dann muss man nicht so viel auswendig lernen, denn wenn man das Verständnis hat, dann sieht man Dinge klarer und kommt besser durch die Übungsaufgaben durch.